ist jetzt so mit dem Winkel, dass man das gut hören kann. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Ich bin, das muss ich vielleicht am Anfang sagen, kein, im Gegensatz zu den meisten Referenten hier, kein Drogenexperte oder kein Spezialist für Drogen. Ich bin Künstler und habe halt mal ein Buch über Amphetamin geschrieben. Das liegt ein paar Jahre zurück, das war eine Weile vergriffen, das gibt es seit 2 Wochen wieder. Ich werde auch ein bisschen am Anfang über dieses Buch sprechen, aber wie Jo das eben schon angekündigt hat, hat mich bei dem Buch, mich hat Amphetamin sehr interessiert, ich werde auch gleich mal erzählen, warum mich Amphetamin interessiert. Mich hat aber auch interessiert, wie sich anhand der Entwicklungsgeschichte von Amphetamin der Wechsel von der Disziplinargesellschaft und zur Kontrollgesellschaft, die beiden Begriffe erkläre ich später nochmal genauer, welches Verständnis ich davon habe, die Nutzung von Drogen und auch die Politik von Drogen verändert. Ich arbeite im Moment auch an etwas zur Kontrollgesellschaft, und zwar an einem Buch über Kybernetik. Und da gibt es sehr, sehr viele Bezüge zu diesem Amphetamin-Thema und zu dem Thema auch der Drogennutzung und der Drogenpolitik. Deswegen wird es nachher, in dem, worüber ich sprechen werde, auch eine Reihe von mathematischen Problemen gehen, wie Wahrscheinlichkeitsrechnung damit zu tun hat, wie heute mit Drogennutzern umgegangen wird. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ abstrakt, ist aber dann, glaube ich, relativ einsichtig. Und ich werde es auch so versuchen, ich selber verstehe bedingt viel von Mathematik, dass es für jeden verständlich ist. Ich war ein bisschen säumig mit dem Thema meines heutigen Vortrages und dann hat Jo einfach geschrieben, Speed als Droge in der Leistungsgesellschaft oder im Verhältnis zur modernen Leistungsgesellschaft. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, das würde ich so nicht formulieren, aber das ist eigentlich ganz okay, um das zu erklären, was mir so auf dem Herzen liegt. Es hat auch sehr viel damit zu tun, wie das Buch, was ich geschrieben habe, rezipiert worden ist und auch mit seinem Anschwellen einer öffentlichen Diskussion von Drogen zur Leistungssteigerung, also zu einer Selbstoptimierung. Das ist, einerseits gibt es das, das muss aber natürlich, da ist dann Speed immer ein sehr beliebtes Beispiel, weil das kann jeder irgendwie verstehen, man ist lange am Stück wach, man bewegt sich ziemlich schnell, dann kann man etwas leisten. Nur hat diese Leistung, sich schnell zu bewegen und lange am Stück wach zu sein, relativ wenig zu tun mit den Leistungen, die heute erwartet werden. Es gibt bestimmte Bereiche, wo das erwartet wird, aber es gibt ganz, ganz andere Leistungen. Ich habe deswegen auch, wenn ich jetzt mal eine Reihe von Leistungen, die mit Speed erbracht worden sind, so durch die Geschichte hindurch, weil natürlich die Leistungen, oder was unter Leistung begriffen wird, sich sehr in der Wandlung befindet. Für diejenigen, die es nicht wissen, Speed ist oder Amphetamin, die Substanz als solche, ist so ein Nebenprodukt der Industrialisierung, also ist auch eine Leistung gewesen, wurde von einem rumänischen Chemiker hergestellt in einem Labor Ende des 19. Jahrhunderts, also 1886. Und das war jemand, der später mit sehr erfolgreicher Unternehmer als Chemiker wurde, mit Erdölraffinerieverfahren. Der hat sich allein für diesen Stoff interessiert, um einen Kunststoff herzustellen, also einen Stoff, der bisher in der Natur nicht vorkommt. Hatte aber als jemand, der eher eben mit Industrieproduktion zu tun hat, nicht im geringsten die Idee, dass man das Menschen geben könnte und das könnte eine bestimmte Wirkung in deren Verhalten verändern. Deswegen ist das einfach als Doktorarbeit verschwunden und er ist ein reicher Erdölraffinerist geworden. Es ist dann wiederentdeckt worden Anfang der 20er Jahre und wieder aus wirtschaftlichen Gründen. Und zwar hat man damals Asthmaanfälle behandelt, damit, dass man Ephedrin gegeben hat. Ephedrin, also das Ephedrin, was wirkt, was einen Asthmaanfall unterbrechen kann, wurde damals größtenteils aus Asien importiert und bei diesem Import war der Import teuer eines Naturstoffes und B kam es da immer zu Unregelmäßigkeiten, weswegen diese Versorgung nicht gewährleistet worden konnte und man war interessiert an so einem Ersatzstoff. Und natürlich nach Möglichkeit einem künstlichen, es war so die Zeit, in der künstliche Stoffe anfingen zu boomen.
weil das sehr viel günstiger war und größere Profite versprochen hat. Und dann hat man halt versucht, jemand in Los Angeles, ein Apotheker, Versuche gemacht und man kam dazu, dass man auch kurzfristig einen Asthmaanfall damit unterbrechen kann. Der hat auch gleich am Anfang festgestellt, es gibt sehr, sehr viele andere Wirkungen. Die hat er aber einfach vernachlässigt, weil das Geschäft äußerst vielversprechend war. Also Amphetamin ist eine Substanz, die sich sehr, sehr günstig herstellen lässt. Also die zweite Leistung, die erbracht wurde, ist gewesen, kurzfristig Asthmaanfälle zu unterbrechen. Das kam in so einer Form von so einem Stift auf den Markt und den hat man sich in die Nase gesteckt und dann inhaliert. Das muss man sich so ein bisschen wie heute den Vic Medi-Night Stift vorstellen. Und war ein unglaublicher Erfolg als Ware auf dem Markt. Und sehr schnell gab es gar keine Relation mehr zwischen der Menge der Asthma-Kranken und den Käufern. Es wurde einfach sehr viel mehr gekauft. Der Grund dafür war, dass Leute das gerne genutzt haben. Um länger am Stück wach zu sein. Es kam dann auch in Tablettenform auf den Markt, das war alles in den 30er Jahren, also 1937 als Tablette. Und als Tablette ist es dann sehr früh in der Kinderpsychiatrie erprobt worden. Das ist eine Leistung, die heute immer noch von Amphetaminen und Amphetamin-ähnlichen Stoffen erbracht wird. Nämlich hat jemand festgestellt, ein Herr Bradley, ein Kinderpsychiater, dass Kinder, die auffielen dadurch, dass sie besonders nervös waren oder besonders aufgeregt oder besonders aktiv oder man kann es ja auch sehr positiv, die sehr lebendig waren, dass man die temporär ruhig stellen konnte und besser am Unterricht teilhaben lassen konnte. Das ist der Beginn der Behandlung, die man ja heute auch sehr viel kennt von dem sogenannten Phänomen der Aufmerksamkeitsdefizitstörung, vom ADHS. Und das beginnt 1937 und da ist sozusagen die Leistung, die die Droge erbringt, temporär ruhig zu stellen, eine Konzentration herzustellen und Kinder dazu zu bringen, zu lernen. Also kann man schon sehen, dass es sozusagen die Menge der Spektren extrem groß ist. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun, dass natürlich sich die Nutzung einer oder auch der Zweck, der einer Droge zugeschrieben wird, im hohen Maße nach dem jeweiligen zeitlichen gesellschaftlichen Klima definiert und auch Leistung sich danach definiert. Dass also nicht die Substanz eigentlich wirkt und dann ist es auch so, dass einfach jede Substanz natürlich unterschiedlich wirkt. Es gibt zwar bestimmte Stereotypenwirkungen, also es gibt die Mehrheit der Menschen, die eine Substanz nutzt, hat eine bestimmte Reaktion, aber sie ist absolut nicht einheitlich. Also es gibt einfach auch Leute, die nehmen Amphetamine und schlafen ein. Also es gibt da sehr unterschiedliche Reaktionen. Und deswegen hat es einfach mit ganz, ganz stark damit zu tun, wie eine Droge wirkt, was ihr zugeschrieben wird, also welche Erklärung ihr beigelegt, was auf dem Beipackzettel liegt, beziehungsweise was als Wirkung erklärt wird. Es ist nur bedingt die Substanz, sondern es ist im hohen Maße halt auch die Erklärung, die beigeliefert wird und der gesellschaftliche Kontext, der da ist. Es gibt dann so weitere Nutzungen, eine Sache, die ich immer sehr bezeichnend finde, ist Judy Garland, die meisten wahrscheinlich kennen als Filmschauspielerin, war damals gecastet worden für einen Film, The Wizard of Oz, und sollte da drin das kleine Mädchen spielen. Und das Casting fand relativ früh im Verhältnis zum Beginn der Dreharbeiten statt. Und sie fing an zu pubertieren und sah tatsächlich nicht mehr aus wie ein kleines Mädchen. Man wollte sie aber auch nicht umbesetzen, weil die Dreharbeiten schon begonnen hatten. Und daraufhin hat dann der Werksarzt dieser Filmproduktion vorgeschlagen, dass man ihr sehr viel Amphetamin gibt, damit sie aufhört zu essen und damit sozusagen ihr Frauwerden unterbrochen wird und sie mehr wie ein kleines Kind aussieht. Also da ist sozusagen die Leistung, nicht Frau zu werden, dass das angestrebt wird. Etwas später gibt es dann in Deutschland so eine ganz andere Entwicklung. Die Deutschen haben damals der gesamten Welt den Krieg erklärt und haben das in einem, da gibt es verschiedene Aspekte, in einem sehr rohstoffarmen Land getan und auch als ein relativ kleines Land, das sich eine ganze Menge ausdenken musste, um die Welt zu besiegen.
Eine der Sachen war, dass man dieses amerikanische Mittel, Benzedrin hieß das damals, das ist Amphetamin, versucht hat in Deutschland als Recyclingprodukt herzustellen aus Müll der Großindustrie. Und das Ergebnis ist Methamphetamin. Methamphetamin ist heute noch sehr verbreitet als Partydroge, ist auch das, also diese Methode ist auch der, die Ausgangsform für die Herstellung von Crystal zum Beispiel. Es ist sehr viel stärker als Amphetamin, wirkt auch sehr viel direkter auf das Gehirn, weil es bestimmte Filter, die das Gehirn hat, Blutfilter, überwinden kann. Das kam auf den Markt erstmal als Ersatz für dieses amerikanische Asthma-Mittel, was inzwischen auch, das ist sehr, sehr, weil es so erfolgreich war, sehr weit erschlossen worden, das auch als eines der ersten Antidepressiva gilt. Also man hat damals sehr, sehr viele Wirkungen dieser Droge Amphetamin zugeschrieben. Das waren über 40 Anwendungsbereiche, die man innerhalb kurzer Zeit ermittelt hat. Das kam also eher als Antidepressiva auf den Markt. Das ist aber dann in die Hände geraten der deutschen Wehrmacht, also von Leuten, die haben Versuche gemacht in ihren Laboren und Untersuchungen auch dann sehr schnell, Tests mit Soldaten, ob man Soldaten nicht länger am Stück mit diesem anregenden Antidepressiva, es gab damals noch ein anderes Konzept von Antidepressiva, nämlich die Idee, dass man Menschen das Glücksgefühl temporär zurückgibt, damit sie wieder erlernen, glücklich zu werden. Also da ist sozusagen die Leistung, die erbracht werden soll, wieder zu lernen, glücklich zu werden. Und dieses Mittel war nach der Vorstellung bestimmter Wissenschaftler innerhalb der Wehrmacht auch eine Möglichkeit, um Soldaten länger am Stück funktional zu halten. Es hat eine längere Diskussion gegeben innerhalb der Wehrmacht. Es gab so eine Pro-Amphetamin-Fraktion und eine Kontra-Methamphetamin-Fraktion. Die Kontra-Fraktion hat gesagt, und das ist wahrscheinlich gar nicht so falsch gewesen, Amphetamin gibt natürlich gar keine Energie, sondern drückt Erschöpfung in der Wahrnehmung nur in den hinteren Teil des Bewusstseins. Das heißt, man ist erschöpft, realisiert aber nicht, dass man erschöpft ist. Es gibt bestimmte Funktionen, die länger am Stück aufrechterhalten werden, wo ein nicht beeinflusster Organismus sagen würde, ich höre jetzt auf, da macht der andere weiter. Die Erschöpfung muss aber, die körperliche Erschöpfung, die sich einstellt, muss später trotzdem aufgearbeitet werden. Oder sozusagen, es gibt ein Payback, in dem die Erschöpfung wieder hereingeholt werden muss. Die Kontrafraktion wurde dann überstimmt von der Pro-Fraktion und deswegen hat man in sehr, sehr großen Mengen das hergestellt und an Wehrmachtssoldaten verteilt und die Blitzkriege wurden dann unter sehr, sehr starkem Einsatz von Methamphetamin geführt. Also das ist dieser Beginn, das hält auch bis heute an, das hat dann dazu geführt, dass, weil im Krieg ist es ja immer so, eine Seite bestimmt die Waffen, also wenn eine Seite eine bestimmte Waffe einsetzt, fängt die andere Seite an, auch diese Waffe einzusetzen. Daraufhin haben die Briten ihr eigenes Methamphetamin konstruiert, die Franzosen. Es ist auch dann eins in Japan entwickelt worden. Es wurde dann an allen Seiten als Leistungssteigerung für Soldaten eingesetzt. Es gibt Thesen, das lässt sich nur sehr bedingt belegen. Also man hat es dann auch später zurück, weil man dann einfach gesehen hat, gut, man kann zwar Soldaten über mehrere Tage marschieren lassen oder über mehrere Tage in einen Angriffszustand versetzen, die liegen aber hinterher dann erschöpft auch tagelang wieder herum. Oder wenn man zu lange diesen Zustand beansprucht, es gab dann auch sehr viele Einlieferungen mit Psychosen in Spitäler. Und es ist halt auch, es gab die These, ob sozusagen der Angriff nicht durchgehalten hat, weil dann einfach so langsam durch so ein Überfordern der soldatischen Körper eine Erschöpfung sich eingestellt hat. Es gab dann während des Zweiten Weltkriegs noch jemanden anders, einen Mathematiker, und da komme ich jetzt ein bisschen zu diesem anderen Bereich, also ein relativ großer Teil des Spektrums der möglichen Leistungen, die mit Amphetamin erbringbar sind, ist da schon so angedeutet. Es wurde dann später auch noch zum Alkoholentzug und zu sehr, sehr vielen verschiedenen Formen eingesetzt. Dieser Mathematiker heißt Norbert Wiener. Alle, die sich ein bisschen mit Mathematik beschäftigt haben, kennen ihn. Das ist eine der zentralen Figuren der Mathematik des 20. Jahrhunderts. Norbert Wiener hat die Kybernetik eigentlich geprägt, den Begriff. Kybernetik ist
die Beschreibung und der Vergleich von Steuerungs- und Regelungssystemen sowohl in der Natur als auch in Maschinen. Das heißt, es geht um eine Ausweitung. Also man hat vorher schon gewusst, dass es ein Steuerungs- und Regelungssystem gab, aber der große Schritt von Wiener war, dass er sozusagen Analogien gezogen hat zwischen biologischen und technischen Systemen und dass man begonnen hat, diese beiden Systeme zu vergleichen. Und das hat sich dann später auf sehr viele Bereiche, und das ist auch das, warum ich darüber jetzt spreche, ausgeweitet halt über Gesellschaftssteuerung. Und dann ist ein zentraler Begriff, der im Moment so ein Comeback hat, ist die Rückkopplung, also das Feedback, was derzeit sehr populär ist durch die Piratenpartei, die ja mit dem Liquid Feedback arbeitet. Und das ist auch das, worauf ich dann später kommen möchte. Ich war sehr überrascht, dass ich dann gelesen habe, dass also es gibt im Zweiten Weltkrieg Kybernetik noch nicht. Es gibt aber halt diesen Norbert Wiener, der sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt. Der ist kurzsichtig, möchte aber trotzdem irgendwie seinem Land im Krieg helfen und fängt an, sich damit zu beschäftigen, wie die Bewegungen von Flugzeugen, also ein großes Problem der Flugabwehr im Zweiten Weltkrieg war, dass sie nicht mehr direkt auf ein Flugzeug zielen konnte, weil das Flugzeug zu schnell fliegt, sondern man musste immer so eine Vorratshaltung machen. Man schießt also etwas weiter nach vorne, um das Flugzeug, was sich während das Projektil fliegt, weiter bewegt, zu treffen. Und die Vorstellung von Wiener war, einen Automaten zu entwickeln, der diese Leistung erbringt. Also der durch Wahrscheinlichkeitsberechnung feststellt, wo dieses Flugzeug sich hinbewegen wird, an welchem Punkt es sein wird. Die Idee war einfach eine Kurve herzustellen aus der Betrachtung der Vergangenheit und vor allem aus den Störgeräuschen der Vergangenheit, aus der sich die Bewegung in naher Zukunft ableiten lässt. Und ich denke, dass diese Versuche von Wiener ganz essentiell sind dafür, wie heute Steuerungspolitik innerhalb von Gesellschaft gemacht wird. Was mich dann halt so ein bisschen überrascht hat, und ich habe es dreimal gelesen, weil er hat das auf Amphetamin gemacht, also war einfach dieser Zeitdruck während des Krieges, hat angefangen, sehr viel Amphetamin zu nehmen, um diesen Automaten, diesen Vorhersageautomaten schneller zu bauen, kam dann aber, er hatte da so einen doppelten Leistungsanspruch quasi. Also einerseits wollte er einen statistischen Automaten entwickeln, wo sich Amphetamin eigentlich ganz gut eignet, scheinbar bei ihm, um Statistiken auszuwerten und um Kurven zu entwickeln, um diese Statistiken auszuwerten. Aber andererseits hat er das Problem, dass er wahnsinnig viel geredet hat. Es gibt so eine bestimmte Wirkung von Amphetamin, das nennt man so im gängigen Umgangssprache Laberflash, dass bestimmte Bereiche im Gehirn enthemmt werden, die wortproduzierend sind. Und Wiener hat dann aufgehört, Amphetamin zu nehmen, weil das ganze Projekt unter Geheimhaltung stand und er einfach Angst hatte, dass er es ausplaudert. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe, das schreibt er so in seiner Autobiografie. Aber es begründet sich darin, also in diesen Versuchen, die Waffe ist gescheitert, das lag aber daran, dass einfach die Rechenleistungen damals noch nicht groß genug waren, um überhaupt besser zu sein als das, was ein Mensch sich selber errechnen konnte, der an der Flak gestanden hat. Also dieses Projekt ist gescheitert. Er hat es aber unter zivilen Umständen weiterverfolgt und es ist daraus auch so eine ganze Bewegung entstanden. Und ein Teil dieser Bewegung ist in England gewesen. Zwei zentrale Figuren davon sind Robert Ashby und Stafford Beer. Robert Ashby ist eher jemand gewesen, der ein Theoretiker gewesen, der Modelle gebaut hat. Und ein Modell möchte ich beschreiben, das ist der Homöostat. Der Homöostase nennt man nennt man Systeme, selbstorganisierende Systeme in der Natur und deren Regulation. Also ein ganz naheliegendes ist zum Beispiel die Körpertemperatur, die eine bestimmte Leistung konstant hält. Also die Temperatur des Körpers. Und da hat die Natur halt voll von Systemen, die diese Regulation durchführen. Körpertemperatur ist eins, aber man kann das überall beobachten oder wie Pflanzen sich gegenseitig zum Beispiel ausgleichen, wie die wachsen. Es gibt also sehr viele Dinge in der Natur, wo es eine Form der Selbstorganisation gibt.
Und Stafford Beer hat das versucht, in einen Automaten zu übersetzen, in eine Maschine, in einen Homöostaten. Und dieser Homöostat besteht aus 4 Zufallsgeneratoren, die um einen Hauptstrom gruppiert sind. Und dieser Hauptstrom ist also permanent konfrontiert mit bestimmten Störleistungen, die erbracht werden von diesen 4 Zufallsgeneratoren. Und er gleicht die aus und er gleicht sie in der Form aus, dass er die Störungen positiv aufnimmt. Also er integriert sie in sie, er weist sie nicht zurück, weil das ist sozusagen die Beobachtung dieser zweiten Generation der Kybernetiker, dass es ein repressives Modell ist, also die Störung zu unterdrücken, sondern er versucht die Störung einzubeziehen und diesen Hauptstrom dadurch fließen zu lassen. Also es geht nicht mehr darum, man macht eine Vorgabe und sagt, das ist die Leistung oder der Strom, der erbracht werden soll, sondern der generiert sich aus den Leistungen dieser Generatoren. Das ist erstmal ein super interessantes Modell. Und bloß dann passiert etwas anderes, relativ schnell, dass sich quasi ein Parasit auf dieses Modell draufsetzt. Also die Grundleistung ist, denke ich, eine sehr, davon profitiert auch letztlich eine Veranstaltung wie heute, die ja selbst organisiert ist oder sehr viele von Dynamiken, in denen ich mich zum Beispiel bewege oder ihr euch wahrscheinlich auch bewegt. Dieses Modell ist aber sehr schnell adaptiert worden und zwar von jemandem, quasi Kollegen von Stafford Beer, der daraus Managementtechniken abgeleitet hat oder ein sehr großes Buch von Stafford Beer Mitte der 50er Jahre. So ein ganz, ganz zentrales Buch für die Management-Theorie, was heute zum Beispiel auch in dem Luzerner Modell, Management-Modell, was so eines der führenden Management-Schulen ist in Europa. Und da taucht es wiederum auf, also er versucht das jetzt zu übersetzen, diese Adaption einer sich naturähnlich organisierenden Form in eine Technik, um also das dienstbar zu machen für das Unternehmen, für die Fabrik, für die Organisation von Arbeit. Also es kommt zu einem Wechsel weg von einem disziplinierenden, einem repressiven Modell hin. Das ist damals ein wahnsinnig avancierter Vorschlag, der natürlich, es hat zwar viele Schulungen gegeben, aber der damals unheimlich neu ist, der aber eine Entwicklung in Gang setzt, mit der wir heute, denke ich, sehr stark in der Kontrollgesellschaft konfrontiert sind. Und vor deren Hintergrund, ich denke auch, bestimmte Fragen der Drogenpolitik überdacht werden. Also er versucht sozusagen Natur als einen Bestandteil kapitalistischer Wertschöpfung zu übersetzen und zu integrieren. Er setzt sich quasi als Parasit auf das biologische Modell und versucht es teilwerden zu lassen der Wertschöpfung. Eine wichtige Voraussetzung bei dieser Steuerung ist immer, dass die Systeme, die gesteuert werden, möglichst transparent sind. Und da fängt es jetzt an, diese Fragen zu berühren, mit denen man sich heute bei Drogenpolitik, denke ich, auch beschäftigen muss. Und zum Beispiel auch, wenn man so eine Konferenz wie heute macht oder wenn man sehr viele, wenn etwas zum Diskurs wird quasi oder zum Gespräch wird, wird es ja auch transparent gemacht. Und da, denke ich, ist es immer in den Situationen, das kann man auch historisch verfolgen, zum Beispiel bei der Drogendiskussion Ende der 60er Jahre, wo plötzlich Dinge, die eigentlich außerhalb des Sichtfeldes, außerhalb der Transparenz sich bewegen, plötzlich in das Sichtfeld geschoben werden. Also es gibt die Störung, es gibt etwas, was in dem vorhandenen System nicht vorgesehen ist, aber dadurch, dass es transparent gemacht wird, kann es integriert werden in diese Steuerung. Das heißt aber, die Voraussetzung dafür ist immer, dass das Ganze hörbar oder sichtbar oder tastbar, also in der Kybernetik spricht man immer von Fühlern, von Sensoren, dass diese Strömungen erfassbar werden, dass sie einsichtig werden, um sie einzurechnen in diese größere Maschine. Also wir haben es immer mit verschiedenen Maschinen, die aufeinander liegen und auch verschiedenen Systemen, die sich überlappen, zu tun und wo das höher liegende oder das größere, komplexere System nach diesem Modell von Stafford Beer dazu neigt, das tiefer liegende oder die kleineren Systeme zu integrieren. Das geht zusammen
mit oder läuft dann später zusammen, das da liegt ein Zeitraum auch von 30 Jahren dazwischen. Also es gibt dann, es kommt, bis dahin gibt es einfach ein repressives System. Und das ist auch die Art, wie heute ganz häufig noch Drogenpolitik besprochen wird. Also es gibt immer die Annahme, es wäre, man wäre, oder es gibt dann eine Tendenz, man würde meinetwegen als Drogenbenutzer irgendwie repressiv behandelt oder in irgendeiner, wäre irgendeiner Form von Repression ausgesetzt. Und worum es mir eigentlich geht, ist, dass ich das sehr stark in Frage stellen würde. Und ich glaube eigentlich, dass es eher darum geht, dass es um einen laufenden Integrationsprozess geht. Und das ist eine Überantwortung all solcher Dinge in, es wird ausgelagert an die einzelnen kleinen, sich selbst organisierenden Ströme und dann von der größeren Maschine integriert und dadurch sozusagen innen erweitert. Dann gibt es natürlich den Ausbruch aus dieser Integration, die zu weit läuft und die muss dann wieder reintegriert werden. Hm. Diesen Wechsel, wo das dann auf ein gesellschaftliches Niveau, also es wandert eigentlich jetzt, dieses Modell von Stafford Beer wandert langsam von den Rändern. Der erste Großversuch einer solchen sich naturähnlich organisierenden, also oder also damals die Vorstellung, man könnte das Gehirn als Gesellschaftskörper nachbauen. Der erste Versuch, das im Großen zu installieren, ist in Chile, in einem staatssozialistischen Versuch, das ist das Chile von Allende, also unter der Allende-Herrschaft in den frühen 70er Jahren, da gibt es einen ganz großen Versuch, der Cybersprite heißt, oder Cybersprite heißt die Software, die man dafür, das wurde damit so aus Fernschreibern aufgebaut. Und da geht es halt auch darum, also alle Abweichungen, zum Beispiel Streiks oder solche Dinge, immer wieder in die Struktur, also dadurch, dass man sie maximal transparent hält, in das eigentlich die eigentliche Zweckorientierung des Systems zu integrieren. Die eine sehr gute, wie das dann so langsam von da aus immer weiter ins Zentrum der Gesellschaft, ich denke, es ist ein Wandel, in dem wir uns immer noch befinden, eine sehr ausführliche Beschreibung davon liefert Gilles Deleuze in einem ganz, ganz kurzen Aufsatz, dem Postskript und den Kontrollgesellschaften, indem er den Wechsel von der Disziplinargesellschaft, die einfach in den 70er Jahren in eine sehr große Krise geraten ist, und es gab dann diese lange Phase der Versuche einer Reform der Disziplinargesellschaft, die aber letztlich gab es dann nichts mehr zu reparieren und es wird dann ersetzt durch die Kontrollgesellschaft. Und die Kontrollgesellschaft funktioniert aus einer Fülle sich selbst organisierender Strukturen und verarbeitet mit möglichst wenig Repression, ist also da diesem Modell von Stafford Beer ganz, ganz ähnlich, sondern versucht eher das auszulagern an eine Selbstregulation, eine Selbstverantwortung der einzelnen kleinen Zellen. Das ist ja auch ein Modell, das in den letzten Jahren diskutiert worden wird. Und daran verändert sich dann auch die gesamte Drogenbenutzung und natürlich auch die Beschreibung von dem, was überhaupt Leistung ist, weil das ist, im gleichen Feld wird es auch extrem vielfältig, was Leistung überhaupt bedeuten kann. Das heißt also, dass ich denke, dass wir Drogenbenutzung, das betrifft alle Drogen, da es gibt natürlich immer noch eine Drogengesetzgebung und da gibt es, nur die Frage ist, wie weit überhaupt seit Jahren schon nicht mehr überhaupt praktiziert wird. Wie weit und ob sie einfach nur partiell genutzt wird, um an einzelnen Feldern, also A, wenn es sozusagen aus dem Ausbruch dessen kommt, was dieses Gleichgewichtsgefüge, es geht ja immer wieder um die Herstellung eines Gleichgewichtes. Etwas wird integriert in das Gleichgewicht und wieder steuerbar gemacht. Und wenn es zu einem Ausbruch kommt, wo also sozusagen etwas auftaucht, was nicht mehr zu verarbeiten ist, dann wird noch einmal eine repressive Form oder eine disziplinierende Form eingesetzt. Das sind dann die äußersten Enden, wenn das Gleichgewicht das nicht von selbst schafft. Oder das andere ist, wenn es zu Überlappungen kommt. Ich glaube, ansonsten ist es eigentlich vollkommen legal. Und Teil dieser sehr, sehr starken Diskussion, die auch in den letzten Jahren wieder angeschwollen ist, über Drogen, ist natürlich, dass es dafür aber notwendig ist, dieses Feld transparent zu halten. Dass es notwendig ist,
Einsichten in dieses Feld zu erlauben, um eine Idee zu bekommen. Also man kann immer davon ausgehen, dass es ein anschwellendes Sprechen über Drogen gibt. Dann gibt es, wird angenommen, ist das eine Reaktion darauf, dass ein neuer Bereich integriert wird, dass es ein bestimmtes Auswachsen der Benutzung von Drogen gibt, die in dieses Gleichgewichtssystem oder eine Fülle von Systemen, die untereinander miteinander verbunden sind, es gibt da keine zentrale Steuerung oder irgendetwas, integriert werden. Und darin sind die, was man unter Leistungen, weil da finde ich, ist das, was so in den letzten Jahren in Illustrierten und im Fernsehen und so verhandelt wurde, wo einfach nur einer arbeitet dann 18 Stunden am Tag oder ist permanent leistungsfähig. Das sind natürlich nicht die Leistungen, die erfordert sind, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Also meinetwegen bei Methadon, als einer sehr hässlichen Droge, ist die Leistung, wird ganz genau ermittelt. Also es gibt jede Methadoneinheit oder jede sozusagen Vergabe produziert 14 Franken Mehrwertproduktion. Dadurch, dass bestimmte Leistungen, dass jemand ruhig gestellt wird, dass jemand nicht mehr kriminell ist, sind ja Leistungen, die heute auch für das gesellschaftliche Funktionieren erforderlich sind, wo sich das so ganz genau auch errechnen lässt. Und so wird, denke ich, in allen Bereichen der Drogennutzung einfach durchgerechnet, wie ist das Verhältnis von der Leistung, die dort freigesetzt wird. Also jemand säuft sich nieder, ist dann natürlich nicht arbeitsfähig, aber er arbeitet vielleicht dann am nächsten Tag wieder, was er sonst nicht tun würde. Oder es gibt sehr viele, also ich denke, dass Kiffen eine wunderbare Arbeitsdroge in den heutigen Gefügen ist von den Leistungen, die erwartet werden. Okay, dann würde ich an dieser Punkt aufhören und gerne, falls es Fragen gibt, weil das war relativ viel jetzt, glaube ich. Und danke für die Aufmerksamkeit. Hier das Mikrofon gibt. Ja. Ja, aber es ist, also es ging mehr genau darum, das Gegenteil zu behaupten. Und, also wie lässt sich Leistung, also ich denke, es ist zu kurz. Achso, okay, die Frage war, warum passt Kiffen oder Rauchen von Gras so gut hinein in die heutige Leistungsgesellschaft und nicht Amphetamin oder Mifidin, was habe ich gesagt? Ritalin. Das ist genau, das finde ich, das ist so ein bisschen ja das, was so die Drogen, die genannt werden in dieser Diskussion, die es seit mehreren Jahren gibt. Das passt ganz wunderbar hinein, weil zum Beispiel wahnsinnig viele dieser sehr stark technikgebundenen lösen ja bestimmte Nervositäten aus. Wenn ich mit bestimmten Geräten arbeite, löst das so eine Grundnervosität aus. Da kann zum Beispiel die Wirkung von unterschiedlichen Drogen, aber zum Beispiel auch sehr gut, also kann man, finde ich, auch in seiner Umgebung sehr gut beobachten, kann Kiffen einfach eine bestimmte Form von Konzentration auslösen, auch einen bestimmten Ausgleich, bestimmte also Überschüsse, die sich an Nervositäten freisetzen. Das ist sehr vielfältig, aber es kann auch einen überhaupt in den Zustand bringen, solange bestimmten Arbeits... Genau, zum Beispiel in so einem Flow ist es so eine Möglichkeit ganz gut, aber es ist einfach auch als Ausgleich. Ne? Das heißt ja nicht, also ich finde diese Vorstellung verkürzt, ich werfe meinetwegen ein Aufputschmittel ein, arbeite 10 Stunden am Tag und dann ist es ist die Arbeit getan. So funktioniert ja nicht Arbeitsorganisation. Also Arbeitsorganisation ist eben auch zum Beispiel das, dass ich abends mich erhole von der Arbeit. Also ich finde, man muss in den Bereich der Leistungsdrogen auch das zählen, was einen wieder runterholt oder was einen meinetwegen auch zwischen innerhalb, das sind auch komplexe, das ist jetzt gar nicht reduziert auf so repetitive Sachen. Da gibt es... Thank you.
Ja, ich weiß nicht genau, warum. Also ich bin ja dafür, dass die Arbeit, wie die hier derzeit organisiert wird, ganz abgeschafft wird. Also nein, der Punkt ist ein anderer. Also dass das Ganze praktisch ist, dass Drogen ganz praktisch funktionieren können, ist richtig. So, aber ich finde, dass es ein ganz großes Fragezeichen geben muss gegenüber. Also es gibt so eine Integration, meinetwegen, das sind ja so Techniken, die woanders herkommen und die werden in die allgemeine kapitalistische Wertschöpfung integriert. Und es ist ja einfach die Frage, ob man die aufrechterhalten sollte und ob man sozusagen permanent diesen Integrationsprozess, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Legalisation, das ist ja wahrscheinlich eine ganz gängige Forderung, ich finde die sehr problematisch, Legalisierung. Dann integriere ich, dann mache ich das transparent. Also ich mache dieses Feld transparent und ich arbeite in Holland und ich finde das ganze System dort höchst fragwürdig. Die ganze Organisation des Vertriebs bestimmter Drogen. Aber sozusagen, ich integriere das in diese gesamte Wertschöpfungssystematik, in diese Verknüpfung verschiedener Maschinen. Und erhalte die aufrecht. Und so werden einfach immer wieder neue Dinge, die als zuerst Störungen oder Abweichungen werden, da hinein eingebaut. Und das, finde ich, ist eine grundsätzliche Hinterfragung, weil sozusagen die Maschinenkonstellation bleibt in ihrer Grundausrichtung die gleiche. Und das ist ja erstmal scheinbar liberales Bestreben, so eine Legalisation, eine Integration. Aber die dient einem absolut nicht liberalen Grundzweckausrichtung. Das ist eigentlich mein Anliegen. Und da finde ich, sind auch solche, ist diese Annahme zum Beispiel, dass THC irgendwie noch besser wäre als Amphetamin, finde ich, wird da ganz problematisch. Da gibt es sonst vielleicht, kann man bestimmte Argumente dafür anführen, aber ich sehe das nicht. Beantwortet das ein bisschen den Unterschied der Sichtweisen? Machen wir das mit dem Mikro oder soll ich es wiederholen? Ja. Ja, weil ich kann gerne das nochmal an Philip K. Dick. Also bei Philip K. Dick ist es, geht es, das habe ich am Rande eigentlich erwähnt, diese so eine bestimmte Enthemmung. Der hat sehr, sehr viel geschrieben. Der hat sehr früh angefangen, Amphetamin zu nehmen, wusste jahrelang eigentlich nicht, was das war. Das hat ihm sein Großvater gegeben und hat gesagt, damit bist du weniger nervös. Also man kann mit Amphetamin auch eine bestimmte Fokussierung herstellen und man kann halt auch sehr viel schreiben oder viele Leute können damit sehr viel schreiben, einfach weil es bestimmte wortbildende Zentren drin enthält. Andere Sachen, die sehr interessant sind bei Dick, sind zum Beispiel, dass er hat ja sehr viel mit Ängsten gearbeitet oder auch mit Angstbildern. Und er hat über Amphetamintechniken entwickelt, um diese Angst damit in einer bestimmten Form umzugehen. Das heißt, er hat zum Beispiel sich vom Arzt Ritalin verschreiben lassen. Ritalin ist so eine Droge, von der man so Angstzustände bekommen kann. Und hat die dann so gesupportet eine Weile und hat dann eine ganze Handvoll Ritalin auf einen Schlag genommen und hat dann wahnsinnige Angst bekommen. Also er hat so eine Panikattacke bekommen. Diese Panikattacke hat er einerseits produktiv umgesetzt in diesen Phantasmen seiner, also Philip K. Dick ist ein Science-Fiction-Autor, der sehr viele so paranoide, dunkle Szenarios beschrieben hat. Aber es war für ihn halt auch interessant als einfach wie so eine Selbsttherapie, jetzt gar nicht wie das Ritalin vorgesehen war als Antidepressiva, sondern er wusste, er hat immer mit Angst zu tun gehabt, aber diese Angst war für ihn ganz gut, weil er sie kontrollieren konnte. Er wusste genau, Handvoll Ritalin, Angst. So, ne? Und das ist, denke ich, eine relativ verbreitete Form, dass man sozusagen eine Kontrolle bekommt über bestimmte Dinge, die einen sonst psychisch bedrängen. Das ist gerade in dem ganzen Amphetaminbereich, dass man sozusagen kontrolliert Dinge, die einen sonst bedrängen, einsetzen kann oder erzeugen kann in so einer kontrollierten Quasi-Psychose. Und, aber es ist ein ganz anderes Verhältnis dazu, als wenn das einfach so unkontrolliert auf einen von außen zukommt. War das?
Okay. Ja. Das hat nicht nur, oder das hat auch negative Effekte, du machst so, genau. Ja. Kannst du das nochmal oder vielleicht erläutern? Weil wir sind so Sachen eingefangen wie also Illegalität, Schwarzmarkt, türkische Meinungsrecht, Gericht und so weiter. Sind das jetzt mal Elemente, wo Transparenzherstellung verweigert wird oder nicht möglich ist? Und so verstanden ist zu schreiben, aber. Und sich auf der Seite nicht auf eine Transparenzherstellung einzulassen, weil ich jetzt mal den Betroffenen ein bisschen Vorteil verschafft, den die Leute, die ja dann die Leute halt waren, ja, so in den Elementen arbeiten, ja, ich hätte nicht den Einsatz, aber vielleicht reicht das nicht. Also sozusagen, du fragst nach meiner Skepsis an diesen Transparentmachungs, warum ich das skeptisch sehe. Ich glaube, dass eigentlich das Bestreben derzeit dahin gehen sollte, also außer man ist ganz glücklich, in dieser Gesellschaft zu leben und möchte gerne, dass der Kapitalismus immer weitergeht, da drin so Zonen der Nicht-Transparenz, also der Undurchsichtigkeit, der Nicht-Kommunikation, also das geht jetzt aber nicht, um das auch gleich mal zu verwechseln, also es geht weniger um den Einzelnen, um die direkte Verfolgung, die muss man einfach nochmal ganz. Du sprichst ja jetzt sozusagen, wenn jemand eine Vorladung hat oder wenn. Es geht eher darum, wie, also die Kontrollgesellschaft interessiert sich ja nur sehr bedingt für den Einzelnen. Sie interessiert sich ja eher für Energien. Also in einem solcher Systemauffassung sind es sehr viele Punkte und Punkte bewegen sich zum Beispiel in größeren Mengen in eine bestimmte Richtung. Fangen meinetwegen an, in größeren Mengen eine bestimmte Droge zu nehmen, um das an diesem konkreten Zusammenhang zu bleiben. Da geht es nicht, und das müsste man nochmal ganz, ganz anders verhandeln, um den Einzelnen, der dann möglicherweise repressiv behandelt wird. Weil es geht eher darum, wohin bewegen sich gesellschaftliche Ströme. Ne? Und in dem Moment, wo das sozusagen gar nicht am individuellen einzelnen Fall, sondern als Energiesammlung, ne? Oder als Ballung von Interessen, von Verbrauch oder so, darum geht es ja die ganze Zeit bei diesen auch Abbildungsgeräten, die uns angeboten werden in allen Ecken und Kanten. Da interessiert es nicht, ob ich das jetzt bin oder du das bist, sondern es interessiert eigentlich nur so eine Quantität. Ne? Und weil die sich auf die Gesamtsteuerung auswirkt. Also es geht nicht mehr um die repressive Steuerung des Einzelnen, sondern es geht darum, und das ist ein bisschen die Frage, soll man das die gesamte Zeit bedienen oder geht es nicht darum, und damit auch diesen Mechanismus aufrechtzuerhalten. Da finde ich halt einfach die Politik der Piraten höchst problematisch, weil sie immer noch, also sozusagen diese ganze Frage der Kontrollgesellschaft sehr stark reduzieren auf den Schutz der Privatsphäre, den ich vollkommen nachgeordnet finde, der auch gar nicht für heutige wirtschaftliche Bedingungen interessant ist, weil der viel zu viel Aufwand bedeutet. Das wird natürlich im Einzelfall immer gemacht, das wäre jetzt auch übertrieben zu sagen, das gibt es nicht, aber der ist sekundär. Also eigentlich, worum es geht, ist eher, wo werden bestimmte, zeichnen sich so Felder ab. Und da sozusagen zu sagen, einerseits sich von jeder Kritik des Wirtschaftssystems zurückzuhalten und gleichzeitig so sehr an seiner Transparentmachung von Diskussionen zu arbeiten, stabilisiert meines Erachtens ein bestimmtes kapitalistisches Gefüge und die Maschinerie, auf die es sich jetzt gesetzt hat. Beantwortet das deine Frage? Wenn das System nicht Also ich denke halt, es muss eine Grundvorsicht geben, wo, also
im Kleinen quasi, also wo gebe ich Daten, also nicht mit dem sozusagen, ich möchte meine Privatsphäre schützen, sondern wo bilde ich gesellschaftliche Dinge, wo bilde ich etwas ab, was sich steuern lässt. Das ist das eine. Und dann gibt es, finde ich, ganz interessante Vorschläge von einer französischen Gruppe, die heißt Tikkun. Die haben sich, aber das sind natürlich auch sehr drastische Vorschläge, also die sprechen einerseits vom Nebel, also von dem Nebel, den man in das gesellschaftliche Gefüge hineingibt, da wo man einfach die Abbildung dann unscharf hält. Und sie sprechen von der Auslösung von Panik, weil dieses kybernetische System baut ja darauf, dass wir uns alle als kleine, selbstorganisierende Systeme, die da drin versuchen zu überleben, also diese Selektionen zu überleben, die Oberfläche mit stabilisieren, was einfach der Fall ist, was fast jeder nicht zurückweisen kann, wenn er sich wirklich ernsthaft betrachtet. Und sie sagen halt, die einzige Möglichkeit, so etwas sozusagen die Einzelnen herauszulösen aus ihrem instrumentalisiert sein oder in dem Sinne aus ihrem, wie Deleuze das formuliert, zum Agent geworden sein, ist sozusagen, dass man sie in Panik versetzt oder auch sich selber in Panik versetzt und sozusagen die selbstorganisierte Funktion auflöst, weil man einfach nur noch getrieben ist, also weil die Gefüge sich dann auseinandersprengen würden. Aber das ist natürlich ein sehr drastischer Vorschlag. Ist das deutlich oder beantwortet das deine Frage? Also ich habe selber außerdem der wirklich ganz großen Skepsis gegenüber all diesen Transparenzdiskursen, auch gegenüber solchen Installationen wie diesem Liquid Feedback, wo das einfach nochmal auf ganz, ganz andere Bereiche ausgeweitet wird, könnte ich jetzt keinen Vorschlag machen. Ich finde diesen Vorschlag, also ich finde die sehr interessant, aber sozusagen, ich bin da auch erst am Anfang der Überlegung. Aber von den beiden Ideen, da würde mir die Idee des Nebels noch eher gefallen. Ja, das mit der Panik ist halt sehr. Das ist kein Ausweg für mich. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja? Ja, ja, klar, die bewegt sich die gesamte Zeit. Also es ist sozusagen, es bleibt nicht die gleiche, sozusagen sie bleibt nur in ihrer Zweckorientierung. Also durch diese höher darauf gesetzte Maschine bleibt sie immer in einer bestimmten Bewegung drin. Also es wird alles integriert. Ich denke, es ist mittlerweile vollkommen normal, dass man zum Beispiel Drogen nimmt. Ich sehe auch diese ganzen illegalen Drogen, die sind einfach Punkte im Konsummuster. Es wird dann geguckt, wo stören die andere Bereiche, ne? Oder wo ist zum Beispiel, wo geraten die in Konflikt mit Migrationspolitik? Aber natürlich findet eine Verschiebung statt. Das ist auch gar kein Interesse, weil das generiert in sich ja auch immer neue Wertschöpfung. Es ist also sozusagen, es ist diese Abwendung von der Idee, man gebe eine Ausrichtung vor. Es gibt eine Grundzweckausrichtung, aber es gibt keine, es wird dabei zu einer ganz anderen Gesellschaft. Das kann sein, das ist bestimmt auch bei vielen sozusagen die Hoffnung, die dahinter, dass es darüber zu einer Bewegung führt. Ich finde einfach ein sehr großes Problem, dass es gar keine Abtrennung von der Grundzweckausrichtung des Parasiten, ne, oder was ich als Parasiten beschreiben würde, gibt, sondern es gibt eher ein sehr positives, das wird ja auch in sehr vielen Statements ganz klar, ja, das ist schon gut und ich bin auch Unternehmer, das ist ja eine Unternehmerpartei. So, und da bin ich halt einfach sehr skeptisch und auch so ein bisschen als ehemaliger Hacker gebranntes Kind. Also das Hacken hat auch mal Freiheit versprochen und wandelte sich eigentlich in so einen Vorreiter des Neoliberalismus und der befreiten Märkte. Ne? Das ist so, das ist immer diese Ambivalenz, auf der man sich mit so einer Freiheitsforderung bewegt. Ich glaube, jetzt ist die nächste Veranstaltung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit nochmal.